uns natürlich ein brutal erfolgreiches Wochenende. Die Konkurrenz hat gepatzt, wir haben Dreier geholt. Klar sagt man immer, ja, man schaut nicht auf die Tabelle, aber trotzdem ist es schön, wenn man ein kleines Polster hat. Wie es dann zustande gekommen ist, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen schön in die Analyse gehen, weil wir müssen hinten raus einfach ein bisschen abgezockter, ein bisschen cleverer sein, müssen den Ball ein bisschen mehr behalten. Es wird einfach wieder ein bisschen wilder, wie es auch in Halle war. Klar haben wir jetzt wieder gewonnen, können glücklich sein, aber wie gesagt, wir müssen das einfach ein bisschen entspannter machen. Nee, klar, also wenn wir aktuell drauf schauen, dann darf die Saison gerne vorbei sein. Wir wissen aber auch, dass sich sowas schnell wieder drehen kann. Wir hatten Phasen, wo es weniger gut lief, auch in den letzten Jahren, wo man dann schnell wieder abrutscht, ist alles brutal eng. Wie gesagt, das kleine Polster ist jetzt da, aber wir dürfen uns jetzt nicht drauf ausruhen und denken, der Rest kommt jetzt von alleine. Es war auf jeden Fall eins der Dinge, die weit oben auf meiner To-Do-Liste standen. Klar, der kleine Junge in mir, der war schon ein bisschen nervös und ich habe auch mich immer mal wieder auf dem Weg hierher oder die letzten Tage oder auch beim Einlaufen wieder neu fokussieren müssen, weil es dann doch mich so ein bisschen weggerissen hat, weil ich schon, das ist für mich total emotional, weil ich bin normalerweise als Fan oft genug hier und deswegen war es auf jeden Fall für mich eine absolute Ehre, hier im Stadion spielen zu dürfen.